Willkommen zum Studio 47 Wochenupdate. Wir haben die Themen der Stadt in 5 Minuten. Die Corona-Impfkampagne nimmt langsam an Fahrt auf. Seit dieser Woche können weitere Berufsgruppen Termine vereinbaren, unter anderem auch Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen. Das trifft sich ganz gut, denn in der kommenden Woche könnte in Duisburg wieder der Präsenzunterricht starten. Sinkt die Inzidenz in Duisburg weiter oder bleibt auf dem Niveau, wäre sie am Samstag 5 Tage in Folge unter dem Wert von 165. Die Schulen dürften dann am Montag wieder in den Wechselunterricht starten. Voraussetzung dafür sind verpflichtende Selbsttests. 2-mal die Woche müssen sich Lehrer und Schüler testen, um am Unterricht teilnehmen zu können. Das gilt auch für die Grundschulen. Allerdings bekommen die ab Montag die sogenannten Lolli-Tests. Die sollen leichter im Umgang sein als die herkömmlichen Schnelltests. Und sicherer, da sie labortechnisch ausgewertet werden. Im Kreis Wesel darf seit dieser Woche wieder vor Ort in Geschäften eingekauft werden. Statt Click and Collect heißt es Click and Meet. Man braucht also weiterhin einen Termin und einen negativen Corona-Test. In der Mörser Fußgängerzone kommt die wiedergewonnene Freiheit ziemlich gut an. Das ist gut, weil ich grundsätzlich ein Typ bin, der haptisch veranlagt ist. Ich mag das gerne, Dinge anzugucken, anzufassen, auch mal auf andere Ideen noch zu kommen. Das ist mir doch in so einem Tunnel drin, wenn man im Internet sucht. Von daher begrüße ich das und für die Einzelhändler natürlich auch, dass es wieder losgeht. Ganz, ganz wichtig für ihre Existenz. Ich brauche tatsächlich eine Jogginghose. Das Kleidungsstück, was jetzt am meisten gefragt ist im Homeoffice und so. Ja. Also wenn man zum Beispiel ein Kleid oder sowas kaufen will, das ist immer blöd im Internet zu kaufen. Dann schickt man wieder alles zurück, das ist dann doch schöner. Oder einfach mal was anfassen, ne? Das ist auch schön. Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre gehören nach wie vor zum Alltag. Die Einsamkeit in der Corona-Situation weckt bei vielen Menschen den Wunsch nach einem Haustier. Das ruft aber auch skrupellose Betrüger auf den Plan. Der illegale Handel mit Hundewelpen hat stark zugenommen. 6 kleine Welpen, die sich Halt geben, weil sie ihre Mama vermissen. Viel zu früh wurden sie von ihr getrennt. Einer von den kleinen Welpen hat es darum nicht geschafft, trotz Rettung und tierärztlicher Versorgung. Wolfram Schön, amtlicher Tierarzt und Leiter des Duisburger Veterinäramts, macht es immer wieder traurig und wütend, wenn neue Fälle des illegalen Welpenhandels auftauchen, wie jüngst im Duisburger Norden. Immerhin gab es hier einen Fall von Glück im Unglück. Das war für uns insofern ein Glücksfall, weil der Verkauf fand auf der Straße statt und aufmerksame Bürger haben die Polizei geholt und wir konnten dann direkt eingreifen und wir konnten diese Welpen dann eben sicherstellen. Der Mai ist gekommen und damit auch die Zeit des Spargelstechens. Auf den Feldern am Niederrhein wird die Ernte häufig von Saisonarbeitern aus Osteuropa eingefahren. Damit aus ihren oft beengten Unterkünften keine Corona-Hotspots werden, müssen die Spargelbauern entsprechend vorsorgen. Seit nun 15 Jahren wird der Rheinbogenspargel hier auf dem Ellerhof in Mündelheim angebaut. Vor 3 Wochen hat die Ernte begonnen. 6 Erntehelfer aus Rumänien arbeiten hier derzeit. Einer davon ist David. Dieses Jahr ist besser. Das ist guter Spargel und gutes Wetter und stecken Spargel. David und die anderen Erntehelfer konnten in diesem Jahr mit einem negativen Corona-Test einreisen. Dazu kommen bis zu 2 Tests pro Woche. Weitere Maßnahmen zur Vorbeugung gegen eine Corona-Infektion gibt es auf dem Feld nicht. Und zum Schluss ein Blick in den Landschaftspark Duisburg-Nord. Hier kann man seit dieser Woche eine Zeitreise durch die Architekturgeschichte des Ruhrgebiets machen. Und das Ganze im Maßstab 1:25. Schulen, Schwimmbäder und Kirchen. Am Emscher Kunstweg im Landschaftspark Duisburg-Nord gibt es eine neue Stadt zu sehen. Das Besondere, die Gebäude hier sind nicht unbekannt. Alles im Mini-Format und im öffentlichen Raum. Und das hat auch seinen Grund. Woran wir interessiert sind, ist, den Betrachter über seine Umwelt, über den Blick auf städtischen Raum anzusprechen und sich damit zu befassen und darüber nachzudenken, wie die Stadt sich verändert. Das war's mit dem Studio 47 Wochenupdate. Viele weitere News, Themen und Geschichten gibt es unter www.studio47.de und natürlich in unserem TV-Programm täglich 24 Stunden aus der Region. Schönes Wochenende, wir sehen uns.